Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity Tutorials und wir schauen uns heute die Sequenz 13, Erinnerung 6, also die letzte Mission des DLCs Dead Kings an. Und wir starten hier rein, obwohl ich so ein ganz klein bisschen Vorteil habe euch gegenüber, wenn ihr an dieser Stelle seid, denn ich habe die Mission eigentlich schon einmal gespielt und habe entsprechend schon die Belohnung für diese Mission bei mir und das ist diese spezielle Lampe, die ihr an meinem Gürtel seht. Nichtsdestotrotz zeige ich euch, wie ihr verfahren müsst, wenn ihr nur eine einfache Lampe habt, denn dann müsst ihr hier erstmal durchstarten und gegebenenfalls eure Lampe erst einmal wieder mit Öl befüllen. Ich würde euch raten, die Lampe kann man auch immer wieder ganz gut ausschalten. Das heißt, wenn ihr zwischendurch die Lampe immer wieder ausschaltet, sollte das Öl auch locker reichen, was ihr hier am Anfang einmal auffüllt. Hier ist wie gesagt diese Position. Ihr könnt allerdings sonst auch euch auch immer wieder nach hier unten begeben und die Lampe letztlich noch einmal auffüllen. Und dazu gibt es auch mehrere Stellen, was euch diesen Abstieg oder gegebenenfalls wieder Aufstieg dann auch ein wenig erleichtern kann. Was ihr wie gesagt als erstes macht, ist hier eure Lampe zu aktivieren und dann könnt ihr hier hochklettern, wo ihr dieses Ungeziefer seht. Ihr seht auch, was passiert, wenn ich keine Lampe ausgerüstet habe. Dann werde ich sozusagen, erleide ich ein ganz klein wenig Schaden und komme da letztlich einfach nicht nach oben. Danach habt ihr hier diese Steinplatte, die ihr aktiviert und könntet damit durch das Tor vor euch gehen oder könntet dies tun und eure Lampe gegebenenfalls wieder da unten aufladen. Oder ihr macht es ganz einfach wie ich und klettert weiter und interessiert euch nicht weiter für diesen Part, denn der korrekte Weg ist tatsächlich hier diesen Steilhang empor. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel geradeaus, da seht ihr so ein Fenster durchgehen würdet, könntet ihr auch noch dieses zweite Gitter, was jetzt links unter euch ist, öffnen. In dem Fall lasse ich das wie gesagt ebenfalls aus und würde euch empfehlen, einfach schnell weiterzugehen, solange eure Lampe noch hält und euch dann direkt hier auf den korrekten Weg nach oben zu begeben. Denn dann kommt ihr hier in diese Wände und da habt ihr auch schon die letzte Stelle, wo euch das Ungeziefer irgendwie in Bedrängnis bringen könnte. Nach dieser kleinen Stelle geht es dann ein wenig weiter in einen sehr, sehr großen Raum, wo uns dann gleich auch das erste optionale Missionsziel erwarten wird. Und das ist es nämlich, mehrere Doppelattentate zu vollbringen. Und als Ziel habt ihr nämlich danach den Anführer dieser ganzen Leute zu töten. Die Doppelattentate, da gibt es hier diverse Stellen, das zu tun. Ich habe mehrfach versucht, hier gleich am Anfang diese beiden Leute, die ihr da vor mir seht, mit dem Doppelattentat auszuschalten. Klappt hin und wieder mal, würde ich aber sagen, konzentriert euch da nicht drauf. Es gibt sehr viel einfachere Stellen, das zu tun. Ihr seht jetzt auch hier, werde ich einfach jetzt grandios versagen und das nicht hinbekommen und entschließe mich letztlich dann dafür, den Anführer einfach zu eliminieren, damit die Leute weglaufen. Hab dann hier ein bisschen Glück, dass die zufällig genauso dumm unter mich laufen, dass ich einen Doppelattack kriege. Das würde ich jetzt aber wirklich nicht als sichere Methode hier nennen. Es gibt viel, viel mehr sichere Positionen, wo ihr das machen könnt. Ihr könnt halt auch probieren, Leute hier weglaufen zu lassen und es dann so wie ich durch Glückstreffer hinter euch zu bringen. Nichtsdestotrotz gibt es hier auch mehrere 100% Chancen, wo ihr locker ein Doppelattentat hinkriegt. Das erste ist genau hier. Da stehen meist zwei Leute und diese könnt ihr dann schon mal einfach ausschalten. Ich hätte jetzt das optionale Missionsziel eigentlich schon erfüllt, werde euch aber noch drei, vier andere Positionen zeigen, wo ihr ebenfalls so ein Doppelattentat vollbringen könnt. Die nächste ist direkt hier um die Ecke. Da stehen ebenfalls zwei Leute, die ja letztlich einfach nur da rumstehen und darauf warten, dass ihr sie mit einem Doppelattentat tötet. Und ja, das könnt ihr dann ganz einfach tun. Wie gesagt, ich zeige euch noch mindestens zwei andere Stellen. Ich gehe mal davon aus, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, wenn ihr jetzt um diesen ganzen Komplex auf die rechte Seite nochmal wieder gegangen wärt, hättet ihr vermutlich ebenfalls wieder zwei Leute gefunden, die ebenfalls dort mit dem Rücken zu euch stehen. Normalerweise ist es so, dass sich diese Sachen gerade in so symmetrischen Gegenden relativ einheitlich spiegeln und gerade wenn sie von euch verlangen, dass da auch solche Doppelattentate durchgeführt werden sollen, haben sie eigentlich da auch genug Gelegenheiten für euch platziert. Ja, hier, wie gesagt, würde ich so ein bisschen schauen. Gegebenenfalls müsst ihr euch dann da auch durchkämpfen. Das ist aber eigentlich kein Problem. Ich würde euch empfehlen, konzentriert euch halt immer auf diese Anführer. Ihr seht es jetzt auch hier. Ich werde hier diesen Anführer einfach ausschalten. Dann bin ich nämlich die ganzen anderen Sorgen erst einmal los und kann mich wieder darauf konzentrieren, Leute zu finden, die ich mit dem Doppelattentat ausschalten kann. Und eine weitere Gelegenheit seht ihr schon da rechts oben. Gegebenenfalls, wenn ihr von der richtigen Seite kommt, könnt ihr die da auch erwischen. Ganz sicher ist aber diese Position hier mit diesen beiden Leuten.
Da seht ihr, es haben wir jetzt schon Doppelattentat Nummer 4, glaube ich, oder 5 hinter uns gebracht. Und dieselbe Gelegenheit findet ihr dann noch auf der anderen Seite. Wie gesagt, hier die Leute, wenn ihr euch von der richtigen Seite nähert, ich weiß nicht, ob da immer einer umgedreht steht, könnt ihr gegebenenfalls das auch nochmal schaffen. Ihr seht auch, wenn ihr jetzt direkt vor euch guckt, nach unten, stehen auch viele Leute sehr, sehr nah beieinander. Wenn ihr da vielleicht oben auf die Plattform geht, könnt ihr ebenfalls auf diese hinunterspringen. Das mache ich in dem Fall jetzt nicht, sondern nehme hier noch eine weitere sichere Gelegenheit, und zwar hier hinten, wo ihr ebenfalls wieder zwei Leute direkt nebeneinander seht. Ihr seht also, ich glaube, ich habe euch jetzt 4, 5 Gelegenheiten gezeigt. Es gibt diverse Möglichkeiten, das zu tun, und es sollte euch hier wirklich nicht schwer fallen, so eine zu finden. Ja, noch ein kleiner Hinweis vielleicht, ihr seht es jetzt hier, ich bin so ein bisschen betrübt, dass ich keine Phantomklinge oder noch eine Phantomklinge habe und dachte, ich suche mal, ob ich was finde. Ich würde euch immer empfehlen, vor den meisten Missionen einfach eure ganze Ausrüstung aufzufrischen, dann habt ihr später keine Probleme. Ja, nach einer kleinen Zwischensequenz müsst ihr jetzt gegen den Kapitän hier kämpfen und letztlich 3 Angriffe parieren. Dabei ist es egal, ob ihr die von dem Boss pariert oder ob ihr die einfach von den anderen Leuten, wie ihr es jetzt seht, hier pariert. Und es ist auch nicht relevant, dass ihr die nur im goldenen Bereich pariert, sondern egal, was ihr da tut, selbst wenn ihr extrem schlecht pariert, ist das immer noch ausreichend, um dieses optionale Missionsziel hinter euch zu bringen. Ihr werdet jetzt mal kurz sehen, ich demonstriere das. Wenn ihr hier alle Handlanger von dem Kollegen tötet, dann kommen einfach neue. Das heißt, ich würde euch in diesem Fall wirklich empfehlen, direkt den Boss hier auszuschalten, einfach mit einer Rauchbombe und dann immer wieder auf ihn einzuschlagen. Dann habt ihr den eigentlich relativ schnell besiegt und könnt anschließend dann noch eine kurze Zwischensequenz genießen, bevor ihr dann mit einem weiteren Rätsel belohnt werdet. So, und das Rätsel seht ihr dann nämlich hier. Da habt ihr direkt in dem Raum, wo wir gerade waren, nach der Zwischensequenz 4 von diesen Lampen. Geht mit eurer Laterne dorthin und ihr seht dort unten die Lösung des Rätsels. Es ist erstmal die 2, dann die 4 Striche, dann 3 Striche, dann 1 Strich. Und jede einzelne dieser Kohlebecken ist sozusagen mit einer dieser Kombinationen gekennzeichnet. Aber normalerweise sind die auch einfach nach 1, 2, 3, 4 sortiert. Das heißt, ihr könnt einfach die Striche zählen. Der zweite ist das zweite, der dritte ist der dritte und so weiter. Und in dem Fall war es 2, 4, 3, 1. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gehe mal davon aus, dass sich diese Kombination auch bei verschiedenen Spielständen nicht unterscheidet, denn normalerweise muss man sagen, sind die Entwickler von Assassin's Creed da relativ faul, was das angeht, da noch Variablen mit einzustreuen. Ja, danach kommen halt nochmal wieder so ein paar Gegner auf euch zu, die ihr dann letztlich einfach auch locker ausschaltet, und dann könnt ihr euch im Anschluss auf die Suche machen nach dem Relikt. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen gespoilert, das Relikt, was ihr finden werdet, ist die Laterne, die jetzt letztlich bei mir schon am Gürtel hängt, und um diese zu erhalten, müsst ihr hier an der Seite einfach mal ein bisschen hochklettern, und wenn ihr dann ganz oben seid, bekommt ihr, soweit ich mich richtig erinnere, wieder eine weitere Zwischensequenz. Nach dieser Zwischensequenz, also wir werden es jetzt gleich sehen, wie wir hier oben sind, kommt wie gesagt eine Zwischensequenz. Danach habt ihr dann letztlich diese Lampe, die ich jetzt auch schon habe, erhalten, und diese Lampe hat offensichtlich auch noch eine wunderbare Fähigkeit, nämlich die Macht, Gegner einfach auszuschalten, wie ihr das aus den Eden-Äpfeln aus früheren Assassin's Creed-Teilen ebenfalls kennt. Und mit dieser Fähigkeit geht ihr hier einfach durch die ganze Gegend durch und schaltet so nach und nach die ganzen Gegner aus. Prinzipiell habt ihr danach nichts weiter zu tun, sondern bewegt euch wirklich einfach auf die Position dort unten zu und schaltet bei eurem Weiterlaufen halt die Gegner mit euren neuen Fähigkeiten aus. Müsst ihr jetzt so ein bisschen gucken, dass die euch nicht ständig irgendwie ein bisschen hauen. Das passiert mir leider hin und wieder mal. Aber so vom Prinzip her ist das eigentlich relativ einfach zu machen. Ihr seht jetzt hier, wenn die euch treffen, wird halt eure Aufladesequenz ein bisschen unterbrochen. Aber normalerweise ist die Waffe so unglaublich mächtig, dass ihr da keine Probleme habt. Ihr seht aber auch, dass hier sehr, sehr viele Gegner natürlich auf euch zukommen. Und entsprechend müsst ihr das dann auch regelmäßig einsetzen, die Fähigkeiten. Wenn ihr es aber zu oft einsetzt, dann kommen da auch mal Gegner, die euch hin und wieder einfach mal treffen, wie ihr das bei mir hier hin und wieder gleich sehen werdet. Ja, aber wie gesagt, prinzipiell, zumal wenn ihr dann noch irgendwelche Heil-Items dabei habt, ist das eigentlich sehr, sehr einfach zu tun hier, und ihr solltet eigentlich keine großen Probleme haben, die Gegner hier auch allesamt auszuschalten. Wie gesagt, macht euch da nicht zu viel Mühe, weil es spawnen, soweit ich das weiß, immer wieder neue. Das heißt, ihr solltet euch einfach nur auf den Weg machen, was ich jetzt gerade auch nicht mache, weil ich es einfach zu cool finde, aber ihr solltet euch einfach auf den Weg machen zum Ausgang. Ja, und letztlich, wenn ihr das getan habt, war es das auch schon von dieser Mission. Die beiden optionalen Missionsziele, die es hier gab, haben wir erledigt. Wir haben diese schöne Laterne von Saint-Denis oder den Kopf von Saint-Denis bekommen. Wir wissen jetzt, wie wir ihn einsetzen können. Und ja,
wie gesagt, letztlich war es das, was es hier in dieser Mission zu entdecken gibt. Ich hoffe, das Tutorial-Video hat euch insgesamt gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Abo da. Und wir sehen uns dann im nächsten Tutorial-Video oder im nächsten Assassin's Creed-Teil wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, macht's gut, bye bye und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.